Guten Tag, liebe Leute. Und willkommen zu einem letzten Anglotzen von Hellgate Landen. Hellgate Landen hat ja wirklich da nicht so viel Glück gehabt. Früher, ja, es war erst, glaube ich, Buy to Play, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann war es ganz weg und dann ist es wiedergekommen durch T3 Fun. Und wir haben es mal wieder ausgegraben, dieses Spiel. Und wir können mit Recht und Fug behaupten, dieses Spiel ist wirklich nicht schlecht. Und deshalb gucken wir uns das Spiel jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir haben uns schon ein paar Charaktere erstellt gehabt. Und wir werden uns jetzt einloggen mit meinem Blade Master. Aber erstmal gucken wir uns das noch an hier. Wenn das mal hier zu Ende lädt. Ja, das ist hier deine Angst. Das ist meiner hier, den hatte ich verskillt gehabt schon mit Level 4, deshalb, warte mal, das werden wir jetzt mal nicht eingeben, sonst weiß jeder das sofort. Und wir loggen uns jetzt einfach mal damit ein, aber wir gucken mal, neuen Charakter, wozu brauche ich das? Ich mache mal kurz einen Schnitt, so, also, Hellgate Landen hat recht viele Klassen, wenn man mal das so bedenkt, hier haben wir den Guardian, hier haben wir einen Blade Master, einen Summoner, ja, wie der Name schon sagt, einen Evoker. So Art Magier, ein Ingenieur und natürlich ein Marksman, also der hier mit seinen Waffen rumschießt. Ihr könnt natürlich noch recht viel ändern, wie die Haare, die Skin Color und etc. pp. Und jeder hat jeweils 3 Skillbäume, also doch recht viel. Und wir loggen uns jetzt einfach mal mit meinem, nein, mit ihr hier ein. Und let's play. So, werden wir mal gucken, was wir für Quests haben. Müssen wir jetzt mal gucken. Was aber recht negativ ist, ist in dem Spiel, dass sehr schnell das Inventar voll geht. Oh yeah. Da haben wir schon wieder recht viele neue Quests. So, wie wir das mal sehen hier. Ah, Level 11 müssen wir erreichen. So, werden wir das nochmal annehmen. Was haben wir hier? Noch eine andere. Ah, ne, hier haben wir Hosen. Das nehmen wir mal an. Was hat der gute Mann hier? Hier kriegen wir einen Helm. Das nehmen wir natürlich auch an. Ich glaube, der hat nur eine wiederholbare. Nein, der hat hier auch was. Ein Schild. Einen Schild brauche ich ja nicht. Aber ich nehme die Quest trotzdem an. Nehmen wir mal MC Dotter. Die gibt uns sowas. Nehmen wir das einfach mal auch an. Kann ja alles nicht schaden. So, das akzeptieren wir jetzt mal auch. So, wir werden erstmal nochmal beim Händler nachschauen. Und ich weiß, es ist falsch. Aber trotzdem verkaufe ich alles. Ja, man könnte sich da noch vieles machen, modifizieren etc. pp. Ich mache das jetzt aber mal überhaupt nicht. Hallo? Ah, ist ein Quest-Item. Ist natürlich schlecht, wenn wir das identifizieren wollen. Da kann ich das betreten. Okay, haben wir hier 9 Stück, haben wir noch. Okay, laufen wir mit ein bisschen kleinen Inventar rum. Ihr könnt das natürlich alles auch noch umstellen vom Schwierigkeitsgrad her. Es gibt einmal den normalen, dann gibt es Nightmare. Dort bekommt ihr, ich glaube, mehr Loot, dafür weniger Experience. Und bei Hell ist einfach alles ein bisschen mehr, glaube ich mal. So war es. Und wo müssen wir jetzt hin? Travel to the... Da müssen wir hin. Charing... Aha, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Da rennen wir jetzt einfach mal. Ah, da wird uns das ja dezent angezeigt, wie wir da hinkommen. Und da gehen wir einfach mal rein. Ab geht er. Und werden jetzt mal ein paar Monster töten. Ja, die Gegner lassen so viel fallen wie bei Diablo. Wenn man das alte Diablo kennt. Und das ist wirklich nicht wenig. Und wir moschen uns jetzt einfach mal hier ein bisschen rum. Jo, ist aber jetzt wirklich hier nicht unbedingt schwierig. Was immer noch recht cool ist, ist, wenn ihr denn 25 Monster getötet habt, kommt so ein kleiner Miniboss. Ah, das hätten wir nicht. Ah, das geht alles recht schnell hier. Oh, einfach mal hier gucken, was wir alles machen können. So, da geht es dann später die Treppe runter. Aber moschen wir uns erstmal hier ein bisschen durch. Bisschen
schneller laufen. Am besten ist wirklich, ihr schaut am Anfang ins Forum, um euch einen Guide anzuschauen. Was ist denn da los? Da läuft aber viel rum. Okay. Nimmt doch nicht. Läuft doch nicht viel rum. Ja gut, okay, die sind jetzt hier wirklich nicht sonderbar schwer. Lasst mich durch. Mal hier durch. Oh, ist da gerade einer gekommen? Nö. Okay, dann laufen wir mal weiter. Wey. Ah, da. Ja, so ein schönes Hack and Slay. Oh, ein Achievement haben wir erreicht. Also ein Teil vom Achievement. Oh, da ist einer. Da ist einer. Use the saddle, sonst irgendwas. Use the saddle, ice. Oh no. Sollten wir das equippen oder was geht hier oder? Oh yeah. Use it, but can't use it. Oh, müssen wir uns erstmal hier näher. Ein bisschen Bonbons fressen. Komm mal her hier. Mein Freund. Warum haben wir unsere Waffe nicht an? Kann das mir mal jemand erklären? Wo sind meine Waffen? Habe ich meine Waffen weggelegt oder was? Oh, Phil. Laufen wir mal lieber weg, weil das bringt ja jetzt mal überhaupt nichts. Aber ich frage mich, wo jetzt meine... Wow, warum bin ich so schnell? You can use it. Das ist... Wo sind meine Waffen? F1. Boah, werden wir erstmal töten hier. Ich weiß ja jetzt auch nicht, was jetzt hier gerade abging. Oh, müssen wir mal ein Bonbon fressen. Machen wir mal ein bisschen Schnurzelattacke. Und wir sind Level up, oder was? Oh yeah! So, da haben wir es geschafft. So, warte mal, San Martin. Ah, da müssen wir eh rein. Warte mal. Kann ich das jetzt benutzen? Nein, kann ich nicht. Cannot trade. Oh, das ist super. Oh, warte mal. Können wir das nicht tragen? Nein, Level 11 müssen wir. Okay, gehen wir mal zum St. Martins und werden da ein paar Monster kloppen. Es macht eigentlich recht viel Spaß. Und wenn man da wirklich mit einer Gruppe, also mit ein paar Leuten, da unterwegs ist, ist das doch recht lustig. Okay, die müssen wir töten hier. Wollen hier. Stirb. Vergiftet dieses Drecksvieh. Attacke. Ja, sterben doch recht gut schnell hin hier. Oh. Was ist denn hier? Hier sind wahrscheinlich immer noch ein paar. Okay. Das war doch recht. Oh, schöne Station hier. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kriegen wir doch recht viel Schaden. Oh ja. Boah. Oh. Oh no.
Lass mal einen Bonbon fressen. Bonbon! You cannot use it. Das ist schön. Aber ich brauche den Bonbon trotzdem. Da ist noch ein Bomber. Ein Ra. Ein Ra. Noch einer. Okay, was hat er denn da? Alles? Eine Weifel. Okay. Ein Breitschwert. Cool. Müssen wir mal nachher gucken, was es uns bringt. Alles wegmoschen hier. Alles einfach wegmoschen. Ansonsten, ich zeige euch auch gleich den Skilltree mal. Also wenn ihr da nicht unbedingt Geld ausgeben wollt für dieses Spiel, solltet ihr euch da wirklich im Forum vorher euch da mal einen Guide raussuchen. Aber ist doch recht schade, wenn man da wirklich mal falsch geskillt hat. Mal ein bisschen hinlaufen. Okay, jetzt haben wir. Das haben wir. So. Da oben sind noch welche. Hier ist noch einer. Das brauchen wir. Da müssen wir 3 Stück finden. Mal gucken hier. Dass wir hier was übersehen haben. Das wäre recht schlecht eigentlich. Aber gehen wir mal nach oben hier. Nach oben und wieder nach unten. Da ist doch die Leiter. Die Leiter. So, gucken wir mal erstmal kurz nach dem Breitschwert hier. Jetzt werden wir hier angegriffen von irgend so ein komisches Mistvieh hier. Kommt her hier. Und wo ist er gespawnt? So ein Mini-Boss. Wo ist er? Da unten ist er. Da müssen wir mal gucken. Extra Tasche. Breitschwert. Sword. Müssen wir mal identifizieren. Brauche ich nicht unbedingt. Ist jetzt nicht so wichtig. Und hier haben wir was für einen Evoker und Summoner. Das heben wir mal auf für einen Hähne. Springen wir mal runter. Da ist er. Ein bisschen Skill benutzen, damit er mal schnell hier was verliert. Aber ansonsten, er macht da so einen recht bescheidenen AOE. Mal was fressen hier. Komm her. Rage. Du kannst uns nicht besiegen. Und die AOE. Mal schön aufpassen. Diese Scheiße hier, was ich hier mal finde. Erstmal was futten. Was haben wir da? Ein Rocket Launcher oder was? Mal gucken hier. Hier ist schon wieder extra Tasche. Und wir werden schon wieder angegriffen. Mal nach oben gehen hier. Den hatten wir ja schon. Ja. Brauchen wir eben noch 2 andere. Jetzt laufe ich hier schon wieder die Mini-Treppe hier. Wir wollten da rüber. K hier. Das ist eben. Hier könnt ihr eben Punkte investieren. Wollen wir mal schön 10 übrig lassen. Wenn es mal knapp wird. Mit den Punkten, denn ihr braucht gewisse Statusvoraussetzungen, damit ihr was machen könnt. Aura. Yes. Noch mehr Aura. So, hier können wir jetzt erstmal noch weiter gar nichts machen. Das würde nicht zu unserem Bild passen.
Aber wir haben eine erweiterte Aura. Erweiterte Aura. Oh, da ist noch einer. Das nehmen wir mal mit auf hier. Müssen wir uns mal Heilzeug hier noch kaufen. Irgendwann mal. Bäm. Zweiten Hammer. Wollen wir noch einen dritten finden hier. Mal ein bisschen rumlaufen. Oh, warte mal. Nochmal kurz ins Inventar schmulen. Eine Rocket. Ah, identifizieren wir mal. So viel Zeit muss sein. Fire Damage. So, wo kann ich das hinmachen? Nirgendwo. So, da unten geht es auch nochmal lang. Aber da denke ich mal, da ist nichts. Also gehen wir mal hier weiter. Und dann haben wir da aber schon 4 Quests fertig. Ja, schnitzeln wir uns einfach durch hier. Ah, komm her hier. Tot. Oh, den Tuba Bastard. Und er lässt wieder 30 Millionen Sachen fallen. Wie schön. Ah, und da ist das Letzte. Das Letzte. Wenn wir hier töten, damit wir nicht gestört werden. Power Pack. Ah, super. Und hier haben wir das Letzte. Superst. Aber wir gehen erstmal noch weiter hier. Oh, wir sind hier auch da. Oh, yeah. Wir haben Level 10 erreicht. Oh, yeah. Auch kommen wir hier noch ein bisschen lang. Ah, da geht es auch noch lang. Kommt her, ja. Lohnt sich immer mal hier noch ein bisschen weiter zu schnetzeln. Was ist denn hier? Aha. Charing Cross Station. Eigentlich müssen wir zur Station. Ja, müssen wir mal hinlaufen. Ja, wir machen einfach mal hier weiter. Kann ja nicht schaden. Oh, Level 8 Dinger. Oh, was war das denn? Was da schönes fallen gelassen wurde. Oh, sind es viele. Oh, oh, oh. Oh, erstmal fressen hier. Uiuiui. Ui, ui. Ja, komm mal her. Das kann ja nicht sein. Auf den Sack hier. Ein Schock-Minion. Oh, einfach hier durchmuschen. Hier, komm mal her, hier brauchst du ja da nicht Verstecke. Bringt eh nichts. Kommen die nächsten. Irgendwas habe ich da Schönes aufgesammelt. Das weiß ich. Aber was? Oh, Totenkopfschädel. Oh, nicht schlecht. Was ist das denn? Ein Helm. 6 Wille. Okay, müssen wir mal kicken. Toxic Damage. Nee. Das sieht wahrscheinlich übelst lustig aus. Geilst. Wenn das nicht mal gut aussieht. Ah, nee, das wollen wir nicht. Ah, wie geil sieht das. Oder wollen wir das doch? Mache ich überhaupt Toxic Damage? Nein, mache ich nicht. Hier habe ich auch mehr Armor. Ach, das sehen wir mal auf, hier Hähnchen. Vielleicht wird der das anziehen. Ah, die halten jetzt hier schon ein bisschen mehr aus. Komm her. Rummoschen. Waren wir hier nicht schon? Das sieht da schon wieder gleich aus. Durch diese Schattenspiele hier, das ist ja ätzend. Schon wieder ein Achievement erreicht. Ein Teil.
Oh, wir sterben auch gleich. Machen wir mal kurz was essen hier. Get owned. Gehen wir mal hier rein. Oh. Da kommt gar nicht durch. Ah, ich bin gefangen. Ah. Das Vieh kommt gar nicht durch. Doch, es kann mich attackieren. Das ist sehr lustig. Aber wir wollen das jetzt mal auf den Sack hauen. Ui, was ist das denn? Ja, komm mal her hier. Du siehst echt komisch aus, Mann. Ja, bleib doch mal stehen. Sack. So, jetzt drop aber was Schönes. Oh yeah. Was gibt's hier? Gibt's ja auch ein Schwert. Natürlich nicht. Aber ein Lucky Coupon. Ja, unser Inventar quillt auch gleich wieder über. Aber hier war ich noch nicht. Deshalb müssen wir das hier noch ein bisschen weiter entdecken. Travel to. Oder porten wir uns gleich zurück? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Muss mal kurz hier heilen. Ah, du Scheißding. Einfach sinnlos durchmoschen. Ja, treffen musst du schon, gell? Komm wieder weiter. Es geht immer weiter runter. Es sieht doch nach einer Basis aus. Oder? Die eingenommen wurde von anderen Kreaturen. Oh, kommt her hier. Ihr Säcke. Tanzen wir einfach mal ein bisschen rum hier. Komm mal her. Ja, wir haben schon wieder ein Viertel Level ab. War nicht mal so schlecht. Oh, wir tanzen. Was nehmen wir alles mit? So, wo gehen wir hin? Genau in eine Sackgasse, oder? Oh, ein Zombie. Uäh. Ja, auch du wirst sterben. Charing Cross Station. Yeah, man. Haben wir das mindestens auch schon mal erreicht? Das geht ja fix, fix, fix hier. So. Alles klar mit euch? Ich untersuche die mal. Okay. Ui, da oben gibt's wieder einiges zum Abgeben. So. Werden wir erstmal gucken, wo wir. Marktplatz. Oh, das ist auch sehr schön. Oh, werden wir erstmal sprechen hier mit Cinderella. Warte mal, da muss ich Level 11 sein, bin aber erst 10. Und hier habe ich schon wieder so viel Scheiße. Irgendwie total viel Müll. Da muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt damit machen kann. So richtig. Wir haben ja auch noch eine zweite Tasche. Eigentlich. Oh, da haben wir ein Schild. Ja, klasse. Komm. Friss. So, werden wir erstmal ein bisschen Quests abgeben hier. Und die haben schon wieder so viel Quests. Ah, gehen wir erstmal reisen. Wo war man? Hellborn? Covent Garden Station. Da kriegen wir ja auch noch ein paar goldene Items, wie wir das ja gesehen haben, wo wir die Quests angenommen haben. Hier.
wäre Blödsinn, wenn wir das denn nicht mitnehmen. Ja, toll, schön. Hab ich ihn nicht. Scheiße. Na, nehmen wir einfach mal. Oh, du, du. Oh, hier geht's los. Knarre on Knarre. Das ist schön. Ein Schild. Ich brauche kein Schild. Scheiße. Ist doch alles nur Müll, was ich hier bekomme. Kackendreck. So, gib mir mal was Sinnvolles. Oh, das ist schon mal besser. Ein Helmchen. Lord Helmchen. Für Level 13. Was haben wir hier? Beine. Für Level 12. Das heißt, wir müssen ein bisschen nachleveln. Yes. So, von denen gibt es auch nochmal Schultern. Mensch, die decken uns ja hier ein mit Sachen. Und ja, das war's vom Let's Anglotzen. Wenn euch das gefällt, saugt's euch einfach mal. Am besten ist, also was ich erlebt habe, ist per Torrent. Da geht's eigentlich recht fix hier. In 2 Stunden oder so habt ihr das denn gedownloadet. Ja, T3 Fun, so nennt sich der Spiel, wie nennt man das? Hostet, genau, der das hostet. Haben eigentlich gute Arbeiten gemacht. Der Cash-Hop ist ein bisschen krass, aber ansonsten, wir haben ein bisschen auf Diablo mit besserer Grafik, also Diablo 3, von dem Scheiß rede ich eh nicht, sondern von Diablo 2. Der kann sich das gerne saugen, macht definitiv Spaß, müsst ihr nur gucken mit diesen 1000 Items, wie er das macht, informiert euch einfach mal. Unten habt ihr auch mal einen Link in, zum Forum, wo ihr euch einen Guide raussuchen könnt. Ist eine gute Sache, wird viel erklärt, die Community ist auch wirklich sehr hilfsbereit. Und ja, in dem Sinne, euer Zorken. Tschüssi!